Sonntag und gleichzeitig letzten Morgen von dieser Kanu-WM in Duisburg. Alles geht heute in gewohnten Gang. Menschen mit unglaublichem Gleichgewichtssinn ziehen ihre Bahnen. Die Deutschen sind wieder mal sehr deutsch. Und Medaillenzeremonien gehen mit viel personellem Aufwand über die Bühne. Und irgendwo in diesem Haufen innen macht sich Fabio für sein letztes Rennen an dieser WM parat. Er startet über die Distanz von 5'000 Metern. Das Interessante für die Zuschauer ist hierbei, dass die Athleten dank Wendebäume markiert mehrfach Stadion kreuzen und wie hier im Bild vielleicht auffällt, ein Massenstart für Spektakel sorgen wird. Die 37 Startenden in diesem Feld sind sichtlich nervös. Prompt gibt es einen Feldstart. Ja, das hat nicht ganz funktioniert. 2 Minuten später. Das Feld ist neu aufgereiht. Achtet auf Fabio im rot-schwarzen Oberteil. Startsignal ertönt. Los! Doch was passiert mit Fabio? Er bleibt fast stehen. Ist sein Rennen ruiniert? Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, kommt er auf die Tour. Der Start ist regelrecht misslungen. Dazu aber später mehr. Mit dieser Ausgangslage, Rang 35, muss der Schweizer mächtig aufdrehen. Und wie? Nach wenigen Minuten verwischt der Kameramann gerade noch knapp, wie die Führungsgruppe vorbeizieht. Wenige Sekunden später die Überraschung. Der drittletzte hat sich bis auf Rang 13 vorgefahren. Wir sind knapp bei Kilometer 2. Ein wenig später, Kilometer 4. Der Fabio schafft, was man am Start nicht mehr geglaubt hat. Er ist jetzt auf Platz 10. Das erhoffte Traumresultat ist also zum Greifen nahe. Bei der letzten Wende, 250 Meter vor dem Ziel, kämpft sich ein Kanadier aber noch vor. Der Fabio will seinen Top-10-Platz nicht kampflos angeben. Ein verbissener Schlusssprint vor dem Ziel sorgt nochmal für Spektakel. Doch muss sich unser Kanut am Kanadier geschlagen geben. Bis im letzten Rennen an dieser WM wird der Fabio 11. Die Leistung ist einmal mehr beachtlich vom neuen Rapperswiler. Ich glaube, es ist nicht viel mehr drin gelegen. Ich habe mit einem schlechten Start, wo ich nicht unbedingt wirklich, glaube, selbst verschuldet war, habe ich das Beste rausgeholt. Glaube ich. Der schlechte Start hat unter den Betreuer viel zu reden gegeben. Auch für Fabio ist es kurios zu und her gegangen. Ja, genau weiss ich es auch nicht. Ich weiss, ich habe plötzlich irgendwie das Paddel nur noch in einer Hand gehabt und bin wirklich ganz nahe dran gewesen, reingefallen. Und habe schon gedacht, oh, jetzt ist das Rennen fertig nach 5 Metern und es wäre eigentlich noch 4.995 Meter weitergegangen. Aber da konnte ich mich gar nicht irgendwie retten. Ich nehme an, es ist mir irgendwie ins Paddel reingefahren. Bei einer genaueren Analyse sieht man, dass der Konkurrent im Blau-Weiss neben Fabio mit der linken Paddelseite an einem weiteren Konkurrent ins Boot schlägt. Dabei verliert er das Gleichgewicht und muss stützen. Sein Arm ist vorgedreht und Fabio seine linke Paddelkelle hängt an. Fast wäre er gestürzt. Eine Chance, gerade bei der Führungsgruppe Anschluss zu finden, ist damit zunichte gewesen. Ja, musst halt einfach noch neu anfahren. Verlierst halt die ersten zwei Wellen. Also das heisst, du musst auch dein eigenes Rennen fahren. Und da konnte ich gut zurückkämpfen. Darum bin ich zufrieden mit dem 11. Rang. Ja. Nach seinem letzten Rennen gilt es auch noch, ein Fazit über die WM zu ziehen. Natürlich wieder mal schnell vorbeigegangen, wie das immer so ist bei so einem Event. Ist für mich, glaube ich, wirklich eine gute WM. Also ich bin zufrieden. Zufrieden sind wir alle mit dieser WM. Doch für eine fundiertere Analyse haben wir zum Glück noch 2 Experten können finden. Wirklich spannend, explosiv, alles dabei gehabt. Ja, das Rennen hat mir eigentlich auch gefallen. Ist wirklich, Kanupolo ist geiler als Regatta. Sehr wichtig.